Nur 4% der Deutschen spenden regelmäßig Blut und Plasma. Einige von ihnen kommen ins Blutspendezentrum Darmstadt. Wir sind jetzt ein Jahr in Darmstadt. Wir haben ca. 10.000 Blutspenden gehabt in den einem Jahr und knappe 20.000 Plasmaspenden. Bevor man überhaupt spenden darf, sind noch einige Formalitäten zu erledigen. Nach dem Fragebogen ausfüllen geht der Spender ins Labor, da wird ein Finger gepiekst, da wird dann der rote Blutfarbstoff gemessen bzw. der Eisenwert. Wenn es da zu niedrig sein sollte am Finger, wird nochmal im Ohr nachgemessen, da ist es erfahrungsgemäß etwas höher. Dann geht der Spender zur ärztlichen Untersuchung, da wird der Blutdruck und der Puls gemessen, Temperatur, das Gewicht wird nochmal erfragt, das ist wichtig für das Spendevolumen auch. Und dann wird nochmal gefragt nach zurückliegenden Erkrankungen, nach Operationen oder ob er sich im Ausland aufgehalten hat. Dann, wenn alles in Ordnung ist, kann er hochgehen zum Spenden. Ein gesunder Mensch darf zwischen 4 und 6 Mal Blut und 45 Mal im Jahr Plasma spenden. Einige Besucher des Zentrums erscheinen sogar 2 Mal die Woche. Aus dem Plasma werden lebensnotwendige Medikamente hergestellt. Also bei der Plasmaspende ist es so, man wird genauso in der Ellenbeuge punktiert wie bei der Blutspende. Nur, dass das Blut jetzt nicht in einen Beutel fließt, sondern über ein Einmalsystem in ein Gerät eingeführt wird. Zu zimperlich sollten die Freiwilligen allerdings nicht sein. Nachdem die Kanüle eingeführt und befestigt ist, muss der Spender mitpumpen, damit das Blut besser fließt. In dem Gerät selber ist eine kleine Zentrifuge, da passen so 180 Milliliter Vollblut rein. Zentrifuge dreht sich ganz schnell, klar. Zellen wandern nach unten und oben entsteht eine gelbe Flüssigkeit. Diese gelbe Flüssigkeit, das ist das Plasma, die kommt in den Beutel rein. Nach etwa einer halben Stunde ist der Plasmatransfer abgeschlossen. Danach kommt das Plasma direkt in die Kühlkammer. Über eine Luke wird der versiegelte Beutel in den Tiefkühlbereich geschoben. Dort herrschen arktische Temperaturen. Bei fast minus 40 Grad wird das Plasma schockgefrostet. Die Konserven sind mit der Blutgruppe des jeweiligen Spenders gekennzeichnet und liegen zur Abholung bereit. Die Geduld der Spender zahlt sich aus. Das Plasma hilft kranken Menschen und bessert das Taschengeld auf. Schön.